Einen wunderschönen guten Tag gegrüßt nach draußen. Ich muss auch erst loswerden. Die Schuhe, die wir bestellt haben, wo wir im Nachhinein dachten, es ist eine Fake-Seite. Es ist auch auf eine Art und Weise eine Fake-Seite, weil du findest nichts, du kriegst auch keinen ans Telefon. Und wenn du bei Sendungsverfolgung drauf gehst, kommt alles in Chinesisch geschrieben. Aber nach Ewigkeiten sind diese Schuhe heute angekommen. Erstaunlicherweise auch passgenau. Zumindest wenn ich sie anprobiere. Ich habe ja so ein bisschen kleinere Füße wie Dirk. Sie sind da. Sie sind da. Ich kann es mal zeigen. Diese tollen Arbeitsschuhe. Na, jetzt wollen wir mal hoffen, dass dem Dirk die passen. Ja, man hat sich wohl die Miefen aber nach Gummi, Plastik. Ja, ist ja auch scheißegal, solange sie die Schuhe, solange sie die Füße schützen. Aber das war echt etwas, wo wir zum ersten Mal richtig auf so eine Kackseite reingefallen sind. Kann man so sagen, brauche ich jetzt mein Handtuch gelassen da. Und ja, im Nachhinein haben wir dann erst in den Bewertungszeilen gelesen, wo dann stand, Finger von lassen, Fake-Seite und Pipapo. Und wenn es geliefert wird, dann sowieso nicht passgenau oder komplett anders von der Optik her wie angeboten. Ich meine, von der Optik her sind sie schon mal gleich, wie die auch angeboten werden. Ich denke mal, der ein oder andere von euch wird auch ständig als Werbung diese Schuhe angeboten kriegen. Ich weiß nicht warum, aber die haben sich irgendwann, haben sich diese Schuhe mal so eingezeckt, ne? Und dann denkt man sich, ach ja, weil es ein günstiger Preis ist, haben wir auch gedacht und haben Rambazamba haben wir sie bestellt. Und da die Bezahlerei über PayPal geht, ne, denkst du dir auch nichts weiter. Endeffekt, wie in den Kommentaren stand, wenn der Schuh nicht passt und du den zurückschicken möchtest, geht das nicht nach Mettmann, so wie auch netterweise draufsteht. Ich denke mal, das ist einfach nur so eine Paketstation, die hier in Deutschland gemacht haben. Ja, bei Umtausch kannst du das nur machen, dass du das nach China zurückschickst. Auf eigene Kosten. Ich bin mal gespannt. Mir haben sie insoweit gepasst, dass sie mir zu groß sind. Und das ist für mich das Zeichen, dass ihm die passen. Ja, heute ist Valentinstag. Schuhe aus China sind da. Ich muss gerade mit dem Putz zu machen. Du kannst, ich kann heute Ruhe parken gehen. Das ist kein Problem. Dinge ranze. Ja, ja. Machst du dir Brot? Also der Dirk, der hat sich gefreut, wirklich, dass die tollen Schuhe aus China am Valentinstag gekommen sind. Ich wusste doch nicht, dass die aus China kommen. Ich hatte ja die Werbung immer auf Instagram. Ach, Instagram war das, ja, oder dann sich angezeckt hat bei dir, ne? Was sind das für geile Schuhe? Ich wusste gar nicht, wie die heißen, wo die herkommen. Dann habe ich einfach mal, weil ich neue Arbeitsschuhe brauchte, auf Google eingegeben, okay. Arbeitsschutzschuhe, Safety-Schuhe. Und dann kam der und ich dachte, das ist doch der aus dem Video. Ja. Und dann habe ich die einfach bestellt. Ja. Und es kam und kam nichts. Und dann haben wir gesehen, dass das eigentlich eine Fake-Seite sein soll. Nee, dann kam ja über E-Mail meine Rückverfolgungsnummer. Ja. Und wenn du auf die Nummer drauf gingst, dann plopp, war alles chinesisch. Ja. Dann hab ich gedacht, super. Und dann hab ich irgendwie ein Forum gefunden, worüber die über die Firma gesprochen haben, worüber ich bestellt habe. Ja. Und da war keiner, der gut geschrieben hat. Ja, weil es ja eigentlich hieß, es wäre eine Fake-Firma, ne? Genau. So, und heute sind die Schuhe gekommen, die Größe passt. Qualitativ. Darlene ist ja. Wieso hast du jetzt auf einmal so viele Pfannen? Weil wegen Oma. Pfannen von Oma. Wie gesagt, qualitativ sind die sehr gut. Die haben auch eine Stahlsohle drunter, obwohl. Und die passen und die sind so bequem wie ein Turnschuh. Die sind wirklich geil. Die haben auch Stoßdämpfer und die federn richtig. Aber wie lange hat das jetzt gedauert, bis die da waren? 3 Wochen. Drei oder 4? Aber was ich auch nicht gelesen habe, was ich aber jetzt eben gelesen habe auf der Bestellseite, dass das 2 bis 3 Wochen dauern kann. Das habe ich bis damals, die überhaupt verschicken. Ja, bis die verschicken. Und das habe ich, genau, und das habe ich nicht gelesen. Und dafür, dass die aus China kommen, meine Güte, ich probiere die. Die stinken zwar wie ein ganzes Chemiewerk. Also ich halt eine Pfanne da rauskriege. Welche Pfanne willst du? Die. Das ist auf jeden Fall S3. Ja. Nicht schlecht. Was machst du dir denn jetzt? Ach, das mit dem Toastbrot und dem Ei. Machst du mir auch eins? Ich habe... Mit dem Spiegelei? Du warst doch mit Floppy essen. Ich hab ja, stimmt. Reis du brauchst heute nichts mehr essen. Ach. Was habt ihr denn gegessen? Ja, ein Gyros-Teller mit allem. Ja, reicht doch, oder? Findest du? Ja. Bist du wieder Chef oder was? Ja. Okay. Ich bin
felsenfest der Meinung, dass du nicht der Chef bist. Ach so, ich tritt dich gleich. Bin ich auch. Mach mir die Augen zu. Seh ich nur mich. Ist noch am Schlafen. Mir, ihr seid alle schwer frech, ne? Aber ohne mich seid ihr hier nichts. Warum? Ich hab was können. Ich hab nur gesagt, dass ich noch am Schlafen bin. Ich denke, du machst ein Spiegelei drauf. Und wie machst du das? Nein. Nein, das ist gerührt, aber dann wie so ein Fladen. Echt? Ja. Du brauchst das aber nicht. Wie willst du denn irgendwann in die Latzhose reinpassen? Ja. Latzhose. Ich habe dir Latzhose bestellt. Er hat sich Latzhose bestellt. Weil er sagt, das ist auch im Kran, ist das besser. Der Latzhose. Ja, mit dem nächsten T-Shirt arbeitet, ist Latzhose drüber. Ist total geil. Damit man nicht jemand Maurer-Dekolleté sehen kann, was? Arschloch. Du brauchst gar nicht rumgieren, Digga, das gibt nichts. Du bist ein richtiges Arsch. Nein. Ach klar, bist du ein richtiges Arsch. Nein. Doch. Nein. Ich tue mal meine neuen S3 Arbeitssicherheits-Blabla-Schuhe irgendwo hier hin. Hallo? Ja? Doch nicht auf die Bank. Warum? Machen die Kinder doch auch. Nein. Du stellst sie immer da runter. Warum dürfen die denn nicht auf die Bank? Sind die schon mal gebraucht? Nein. Also. Ja, aber dann denken die nachher, das ist normal. Wer denkt das? Die Kinder. Lass mal das da hinstellen. Die stellen die Schuhe nicht darauf. Die lassen die immer im Wohnzimmer stehen. Mit wem bist du denn dran? Mama. Ja? Ist sie auf dem Weg zurück? Nee. Ist sie noch da? Hast ein Audio gemacht. Also, liebe Leute, ich muss euch sagen, erstmal viele Grüße an die Männer. Wir haben hier echt, also, was wir hier mitmachen müssen, das geht echt auf keine Kuhhaut. Die Frauen haben Beauty und wir müssen hier saugen. Fühlst du mit mir? Fühlst du mit mir? Bist du wieder weg? Ich bin doch schon ein armer Kerl, oder? Ich muss saugen. Wie? Ja, ja. Also, ich habe mir richtig geile Hühnersuppe gewünscht. Martina macht ja immer richtige Hühnersuppe, ne? Nichts aus der Tüte oder so. Und hat sie alles eingekauft und deswegen mache ich die Bude sauber, verstehst du? Als kleines Dankeschön. Hi. Hi. Na? Was geht ab? Ich mache einen Gockel. Du hast mir gerade den Schlund gezeigt, ne? Der sieht echt lecker aus. Ja, hier. Das ist der kleine Schlund von dem Huhn. Ja, okay. Speiseröhre. Ich glaube, das ist zu unkompliziert. Ja, du musst noch Hallo sagen. Oder machst du nicht mehr? Brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Bei GZSZ, die sagen auch nicht bei jeder Sendung Hallo und Tschüss. Hör mal, ich koche ja jetzt meine Verwandten. Was? Ich hab gehört, dass... Insider. Das gibt Hühnersuppe. Aber richtig geile Hühnersuppe. Hab ich mir gewünscht. Ich habe auch dafür ein bisschen sauber gemacht, habe ich eben schon gesagt. Ja. Ja, ein bisschen. Das ist... Um ein paar Gramm. Ich hab den drei Kinder weggemacht. Na, hast du fein gemacht. Fast 2 Kilo. Voller Butter. Ja. Was denn war? So sieht das nun mal aus. Das ist das Hinterteil. Da hängt irgendwas raus. Das ist die Foot. Sieht aus wie ein Wurm. Da waren mal lange Federn dran. Weil das habe ich da in Elixier wieder geholt, Nutella. Ja. Ich muss mir aber. Ich wäre fast gestorben. So, ich muss mir aber jetzt erstmal einen Kaffee machen. Ich war nicht unterwegs, ich habe meine Arbeitskollegin getroffen und ihre Tochter, die habe ich jetzt auch wieder gesehen, nach keine Ahnung wie vielen Jahren. Ist so groß geworden. Hattest du schon gesagt, dass dein Video jetzt geschnitten ist? Ne. Ja, Leute. Leute! Also, morgen kommt das erste Video von Dirk wieder raus. 17 Uhr. 17 Uhr. Es geht wieder weiter. Also die Jungs, die spielen... Ah ja, ist die Kordel an der Terrassentür. Ja, SpongeBob. Siempre una, siempre una. Morgen, weißt du, was morgen ist? Montag. Krantag. Okay. Ist SpongeBob deine Lieblingsserie? Ja. Was? Ich guck das gerne. Wir müssen jetzt im Frühling auf jeden Fall Holz kaufen, damit ich für die Hunde den. Was die, hab ich gesagt? Die Hundeterrasse, ja. Was hab ich gesagt? Ja, ja, die Hundeterrasse neu machen, ne? Weil jetzt im Winter, das sieht ja total scheiße aus da, die Hundeterrasse. Die Leute, die werden immer größer. Ja, aber ich hab jetzt bei dem Wetter hab ich keinen Bock. Was denn? Die Hundeterrasse. Ah. Ich will, bevor die Frist rum ist, eigentlich den Baum weg haben. Nee, die ist ja nicht. Ich mach den Baum nicht weg. Warum? Weil ich da keinen Bock drauf hab, mich stört der nicht. Mich auch nicht. Ah, nee, dann guck mal, was alles im Pool verschwimmt.
Ja und? Ich hab noch den Poolmeister. Ja, du bist ja da. Ach, da kann ich ja jetzt nächste Woche auch mal wieder ein bisschen was ablassen, schon mal sauber machen, weil jetzt bald... Behalten wir den für dieses Jahr noch, ja, ne? Was? Den Pool, oder? Was meinst du, warum der noch steht? Sag mal, ich hab den Boden... Wir wollen nur sauber machen, wir kriegen da sowieso kein Eis. Siehst du, die Wände sind dreckig, der Boden ist dreckig. Ja, ja, der Boden ist dafür auch zu spät. Nur der Boden ist grün. Hoffentlich kriegen wir den auch noch richtig sauber mit dem Schrumpf. Nicht, dass sich da einen gefressen hat und du kriegst ihn nicht mehr sauber. Das werden wir ja sehen. Der füllt sich immer mehr, ne? Ja, aber da gibt's ja Reinigungsmittel für, oder? Wir kriegen das schon hin. Mit Chlor kriegt man das sauber. Den Boden auch. Ansonsten Säure. Bisschen Salpetersäure. Was hat die eben gesagt? Ich hab der Mama eine was gemacht? Eine Message gemacht? Eine Memo gemacht? Hä? Audio. Ich hab der Mama eine Audio gemacht. Ja. Ich hab das Kleid nämlich mitten in deinem Zimmer auf dem Boden gesehen. Das liegt immer noch da. Ja. Leute, das ist so windig. Wo? Draußen. Ehrlich? Ich glaube, Sabine ist zurückgekommen. Warst du draußen gerade? Nee, aber schon, dass die ganze Zeit wie hier alles am Flatterradatter ist. Jana, die ist dran. Die soll das über ein paar Tage, dieses mit Deutsch und so machen. Ach so. Du kannst gleich, falls du hochmarschierst, hier das Körbchen mit hochnehmen. Mach ich. Das wäre total. Das wäre super. Wie kann das Sinn, dass von dir ein Sock allein ist? Da muss es die Frau, die Wäsche wendung im Keller. Ich tue immer ein paar in die Wäsche. Ja, ja. Vergiss es. Du brauchst mir gar nicht die Schuhe zuzuschieben. Was ist mit dir? So, was ist jetzt hier? Wo sind meine Arbeitsklamotten? Die habe ich gerade hochgeholt. Mann, die Schiene hatte, ne? Ja, hier. Ja, die Schiene. Das ist eine super Schiene. Wo ist das denn eine Schiene? Nein, ein Dings da. So ein, das ist eine Bandage. Habe ich zwei Jacken hier? Ja. Dann hast du hier sowas. Zwei Jacken, ne? Ja, ich nehme beide. Zwei Jacken. Kannst du zählen? Zwei. Du hast zwei Jacken in der Hand. Was war eigentlich dein Auto da los mit Wasser? Da ist vorne im Motorraum, also unter der Scheibenwischeranlage, irgendwie so ein Wasserablauf. Wenn es regnet, dann läuft der dann da unten rein und da war alles zu mit Blätter und hast du nicht gesehen und da ist alles bei mir ins Auto reingelaufen. Nicht einlegen, dann muss ich auf die Bügelwäsche, die ich jetzt falte. Die Fahrerseite ist durch, also die Beifahrerseite ist trocken, aber die Fahrerseite ist bisschen nass. Du hast auch gestern Abend einen kleinen Fehler gemacht. Ich, ne? muss mir da meinen Heizlüfter reinstellen. Hast du einen Fehler gemacht? Gestern Abend 0 Uhr oder um, was, nicht 1? Nee, das war schon nach 1. Da war ich schon mal hier im Esszimmer noch. Ja. Und ich habe das Festnetztelefon hinten auf die Ladestation gemacht. Geh zurück und rutsche mit dem Fuß weg. Ja. Hast du weggemacht alles? Nee, das ist immer noch da. Nee, habt ihr weggemacht, ne? Ja. Ja, dann ist es regelt. Ich kenne gar nicht. Kannst du mir das... Hat der Aldi das noch, Darlene? Dallin. Hat der das Aldi das noch? Das haben die immer nur vorübergehend im Sortiment. Ich brauche sowas. Das riecht so ich lecker. Ich weiß, was ich dir zum Geburtstag schenke. Kannst du das nicht morgen direkt schenken? Riech mal. Oh, auf den Mund. Entschuldigung. Oh, mein Gesicht. Ja! Ja! Seid ihr schon wieder am Essen? Habt ihr nicht eben Süppchen gegessen? Das war heute Nachmittag. Ach so. Aber du weißt, was ich dir schenken will. Ja, also ich muss... legst du mir die Sachen dann hier hin, Digga? Ja. Das ist nett von dir. Martin, wo sind eigentlich meine ganzen Lampen hier? In dem Schrank. Parfum und Deo mit. Hä? Ja, warum nimmt der Papa so viel Parfüm und Deo mit in den LKW? Wer weiß, wie viele Chicks unterwegs sind. Ich hoffe nicht, dass du gut riechst. Was? Du möchtest nicht, dass ich gut rieche? Nein, sie hat gesagt, hoffentlich, dass du... Hoffentlich, dass du gut riechst? Ja, das schon nicht gehört. Hier sind ja auch noch ein paar T-Shirts, ne? Ja, ja, ich lege mir das morgen alles in die Tasche. Oder sind die schon wieder zu alt? Nee, Mann! Du hast einen Schlüssel zum Aufschließen und einen mit Elektro. Das ist richtig. Was guckst du mich da an? Das ist doch nicht mein LKW-Schlüssel. Wofür das? Das ist mein LKW. Ja, Leute, ich will auch den LKW-Führerschein machen. Das hab ich doch bei meinem auch. Ich will auch den LKW-Führerschein machen. Lass mal was springen. Wenn ihr zum Abend fahrt, ob du den machen kannst. Ach Mann. Soll ich, hä? Wie seit wann fährst du Volvo? Guck mir die Bilder auf Instagram an. Du guckst nie auf Instagram an. Dein Papi, ne? Guckst du dir dein Papi? Ja.
Warum? Wir sehen dich doch die ganze Zeit hier. Warum sollen wir denn noch Instagram und YouTube von dir gucken? Aber ich möchte doch auf Achtung sein, scheiß Alter. Kannst du den Schluck Limo? Nein. Hi, Pani. Hi, Pani. Hi, Daddy. Hi, Pani. Hi, Daddy. Hi, Pani. Hi, Daddy. Hi, Pani. Hi, Daddy. Hat die scheiß Kamera weg? Nein. Hab ich jetzt gesehen, dass ich tanze. Was kommt da noch rein, Jana? Nur zwei Essen. Also, die Hühnersuppe, die war echt super lecker. Und ich muss sagen, deine Hähnchen... Ist die noch warm? Nee, wenn nur noch. Ich spucke. Ich bin überlegen, ob ich mir gleich noch ein Tellerchen esse davon habe. Kannst ja, aber ich will mal hier die Zwiebel und den Sellerie und alles schon mal raussortieren. Wohin denn? Ja, in Müll. Mach nicht zu groß, weil sonst aus dem Teller weglernen. Wo ist die andere blöde Zwiebel? Eine Zwiebelhaut schwimmt drinnen, ne? Ja, das ist doch nicht schlimm. Und dann muss ich noch gucken, sind noch zwei Lorbeerblätter drin. Ja? Hm. Leck mich! Komm her, du blöde Zellerie! Zellerie? Mensch, ey! Mach dir das doch auf Brot, was ist das denn für dich? Nee, im rohen Zustand habe ich den gegessen. Aber da musste unheimlich von. Das entwickelt Gase im Körper. Also musst du furzen davon, oder was? Ja! Sprich doch mal deutlich aus, oder hast du Angst? Nee, habe ich nicht. Das entwickelt Gase im Körper, Alter. Ja, das hört sich doch schöner an. Ja, da musst du richtig von blähen, Junge. Ja, hier ist das hier genau. Klimbraps, Schul, die war Brokast. Wer macht eigentlich gleich die Küche sauber, Dalina oder Jana? Nicht. Ich mach die Jungs. Okay, dann macht Jana die Küche sauber. Ich mach die Jungs. Nein. Ja, aber klar. Sag mal, das ist die Lohne. Jetzt geht der Streit los. Ich bin die Jungs gebadet. Also komm mal runter. Ich bin ganz nervös. Du bist ja ganz nervös. Was da alles drin ist. Darf ich mir eben was da alles drin ist? Hühnerfleisch. Was machen die jetzt da? So. Was ist das? Diese Sachen, die hatte ich da drinnen zur Geschmacksgebung. Schweige ich auf. Also ich habe mit dem Finger gerade reingefühlt. Die kannst du so wegschlappen. Die ist so richtig auf Mundtemperatur. Nee, ein bisschen heiß muss es schon sein. Ich mache mir das nachher alles in einem Töpfchen. Vielleicht nur mal so ein kleines Töpfchen und nehme es drauf. Wir haben ja, ja. So ist das. Ich mache mir die gleich im Topf heiß und tue dann den Reis so da rein. Der wird dann automatisch warm. Warum zuckst du mit der Augen? Das ist oder haben wir es da noch nicht? Ja, Mama, guck mal, das sieht aus wie Kacke. Ah. Die Schale ist einfach sauber. Warte mal hoch. Das ist, warte. Einfach Schale ist sauber. Also die machen sich hier keinen Slimy oder sonst irgendwas. Mann, noch nicht so nah. So sondern Keksteig zum Löffeln. Tassenkuchen. Ja, aber es ist ja mehr oder weniger Teig zum Löffeln, weil sie kein Ei drin haben. Schön mal meine Nüsse! Ich habe ein bisschen gern Papier, weißt du das? Warum? Man wird hier manchmal so ein bisschen. Ach Quatsch. Erregt. Und jetzt mit dem Kaffeepott leer. Ja. Haben deine Fische die keine gemacht? Was ein Paket? Hör mal, wenn sie hier stehen, bist du näher bei deinen Beinen. Hat dein Mann hier keinen gemacht? Der war doch gar nicht leer, du hast doch gerade was weggeschüttet. Ja, du hast immer so ein Rotzstück noch drin. Seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren, was? Der verheiratet. Ja, ja. Hat er mich aber eben gefragt, wie lange sind wir verheiratet? Ja, später, nee. Ich weiß noch nicht, wann Valentinstag es geht. Ja, haben wir auch vergessen, ganz schwer vergessen. Aber Hauptsache, du hast Schuhe aus China gekriegt. Und wer weiß, wie die sind, ey. Ja, testen die morgen. Ja. Mal sehen. Das ist bestimmt Schrott. Das ist nicht. Prego sambrikas mira brokospinas. Jetzt schön. Ich zieh vorbei, Junge. What the fuck? Du hast die Naht genommen hier vorne, das sieht scheiße aus. Du musst die seitlich machen, oder hinten hin machen. Das Schild ist aber hinten. Du musst die Naht so an beiden Seiten machen. Natte? Die Natte. Und wie viel Nutella habt ihr wieder genommen? Wenig. Zwei Löffel pro Schale. Ja und? Eine. Ja, du sagst immer ja und? Ist ja richtig schön zu künstlich auf. Wo rennst du jetzt mit meinem Kaffee hin? Wir bringen jetzt deiner Oma. Hab ich gar nicht mehr. Junge. Ja. Dankeschön. Wie findest du deinen Papi? Sexy. Sehr super. Heiß, lecker. Sehr super. Oh, ich hab aufgestoßen. Riecht nach Limo. Willst du mal riechen? Nee, ich
Boah. Ja, dann macht das doch auch in eine Tasse rein. Isst du das so? Ja, deswegen. So das? Deswegen doch ohne Backpulver und ohne Ei. Genau. Das schmeckt doch nicht. Doch. Doch. Mal probieren. Dann ess mal Nutella und Zucker und was die sonst noch sich da reinkrempeln. Mehl, Speiseöl. Und kriegst du Zuckerschock. Hör mal, hier ist eine Spülmaschine, oder kann ich doch da reintun? Hab ich ja gesehen. Mann, ihr seid echt assi. Das heißt, mein Papa Zuckerschock bekommt. Echt, ne? Guck euch mal diesen Unterschied von den Wurstsalaten an, Junge. Wenn es dunkel ist, ist es weiter schön hell. Alter, komm raus, jetzt die blöde Schublade. Mensch, hier kriegst du ja Aggression. Meine Wurstsalatkranz ist mit Reflexion. Meine ist mit Reflexion. Nicht. Das hat damit nichts zu tun. Doch, weil ich habe eine neue Musterkarte. Die werden von immer anders gemacht jetzt. Ich habe eine mit Reflexion. Ach so, ja, vielleicht. Weil wenn du das so machst, ist ja das dunkel. Hm. Wunderbar. Hä? Ja, richtig toll. Mama und ich laufen jetzt auf meinen Schulhof. Hör mal, weißt du, was ich hier gehört habe? Wenn meine ganzen Freunde das sehen, was dann, dann rufe ich meine Mutter. Meine Mutter. Was? Wenn wir morgen bei meinem Schulhof gehen, morgen früh. Ja. Dann rufe ich. Das dürfen die doch wissen, oder? Ich habe ein Foto mit dir. Oder meinst du, du hast so alte Freunde? Nee. Hm. Aber dann siehst du mal, Gudiva, wie groß sie ist. Boah, ich glaube, sie wäre 15. Ja. Ich bin jünger als Jana, ne? Ja? Ja? Ja. Ja, die ist ja 13. Okay. Die hat aber im Dezember Geburtstag. Im Dezember? Ich habe sie gesagt, ja. Cool, dann Aber warum ist sie in der 8. und ich in der 7.? Weil sie es kann. Also die ist mindestens über den Kopf größer als du. Ja und, das ist so. Der eine ist größer, der andere ist kleiner. Ich bin auch größer wie meine Mutter. Größer als ich? Ja. Ah ja, das stand ja schon mal neben der. Ich bin auch größer als Oma. Ich fast. Weißt du, wie viel größer ich war wie meine Oma? Manchmal fühle ich mich so klein. Meine Oma war nur so. Ja, Oma ist auch so ein kleiner Fuhl. Ist Anna? Nee. Dann probier Anna. Nee. Komm. Nein. Einmal. Nein. One. Ich brauche das nicht probieren, weil ich kann mir schon vorstellen, wie es schmeckt. Also. Und es ist viel zu flüssig. Das ist doch kein Teig. Das ist doch. Das soll ja auch kein Teig sein. Und dieses Knistern, hör mal. Was ist das Geknister? Der Zucker? Ja. Boah, Alter. Aber ab morgen esse ich doch eh anders. Zwei Esslöffel Zucker. Naja, die ab morgen geht. Aber dann, ja, ab morgen bis Sommer. Leute, ihr habt's gehört. Haben wir nicht schon mal denn irgendwie in Angriff genommen, dass die Darlene die Ernährung umstellt? Ich stelle meine Ernährung auch um. Wohin denn? Von da nach da? Du hast doch keine Kühlschrank. Ja. Warum nimmst du mich jetzt hier raus? Weil du ein Lauch bist. Und ich abnehmen muss. Ja, dann musst du aber jetzt schon anfangen abzunehmen. Ich habe gesagt, wenn du jetzt schon anfängst mit Sport zu machen, dann nimmst du halt erst gar nicht zu. Ja, okay, dann mach ich das. Es sei denn, du ernährst dich so, dass du Muskelmasse aufbauen möchtest. Ja. Hm. Du musst dich mal eine Woche so ernähren wie Papa. Wohin denn? Na, die. Wie denn? Von den Portionen. Von den Portionen, von der Menge. Und auch was das, das ja in einer Woche das ist, das ist die im ganzen Monat. Im ganzen Jahr. Also nicht, aber ich sag mal, Jana käme mit den ganzen Mengen, weil der in einer Woche verdrückt. Okay. Käme Jana den ganzen Monat mit aus. Ja. Die muss man eine Woche so lang essen wie, so essen wie Papa. Aber wenn er sich drum bemüht, kann er auch vernünftig essen, so einen Tag. So zwei Stunden. Wir lästern jetzt nicht über den Dirk. Zwei Stunden. Das sind einfach nur die reellen Tatsachen. Kann schon mal vernünftig essen. Aber er kann es auch ganz schnell wieder sein lassen. Wer geht jetzt mit dem ersten Jungen hoch? Ja, ich auch.
Und das hören wir dann immer, wenn ich etwas von denen möchte. Ja, ich bin noch am Essen. So sind sie. Aber wenn sie wohin gefahren werden möchten, ne? Dann muss die Mami springen. Und wenn sie was haben wollen. Die ist schon kommen, ne? Gleich wieder selber mit den Jungs hochflitzen. Darlene, was ist mit dem restlichen Tomatensauce? Ist doch sowieso keiner mehr. Das ist ja nur noch ein feuchter Furz, der da drin ist. Was? Hör mal, das ist ja jetzt nur wirklich nichts Konkretes mehr hier, ne? Das muss ich jetzt rufen. Ja, kann ich das wegtun? Ja, mach ich mir morgen neue. Nee, ich esse ja auch morgen anders. Ja! Na, ein bisschen mehr. So. Du kriegst gleich eine von mir vor. Was willst du denn? Ich mache mir jetzt noch ein bisschen von der Suppe warm. Ja. Aber separat vom Kopf. Und dann spiel schnell Riesbein. Und dann machst du noch ein Tellerchen von der Suppe, deine Suppe. Richtig geil geworden. Ist schon gleich aus dem Topf, oder Schatz? Kannst du machen. Ich hab da noch was neun von dem Lübsch. Denk doch, nimm nicht den ganzen Jockel dir da raus! Was du schreist, ne? Was ich eben sagen wollte, ne? Also das Bio-Hühnchen, ja, was ich eben hatte, da war so unglaublich viel Fleisch dran. Auf zwei oder auf drei? Auf drei, ne? Auf drei geht schneller, auf zwei kannst du auch machen. Wo ist der runde Holzlöffel? Haben wir den irgendwie rumfliegen? Alles schmutzig. Okay, dann mach ich hier mit. Ja, also gut, Digga. Da du ja jetzt auch wieder voll im Flow bist, ne? Soll ich direkt ein bisschen Reis reinmachen? Direkt in den Topf, ne? Oder? Ja, ja, kannst du ja. Direkt in den Topf reinschmeißen, ne? Das ist doch eine gute Idee. Ich mag ja so Hühnersuppen, ne? Ja. Da mein Video vor seinem kommt, wünsche ich euch viel Spaß. Wann kommt dein Zell? Morgen. Gleich. Jetzt. Meins kommt um 17 Uhr morgen. Ja, das ist immer schwer zu sagen, wenn ich ja jetzt gerade hier plappere. Wir haben jetzt Sonntagabend. Also irgendwie, normalerweise, manchmal denkt man ja, wenn man so eine Pause macht, boah, komm, irgendwie, lass es sein, ich hab keinen Bock, wie nicht, er redet mit Filmen irgendwo oder wie auch immer. Aber wenn du eine Zeit kein Video machst, ne, oder jetzt wie bei mir, ne, boah, du vermisst das, weil du da so dran gewohnt bist, deine eigene Serie zu produzieren, ne? Sag mal, wie viel Reis willst du da noch machen? Ich habe nicht keine Ahnung. Ich war jetzt gerade nur am Gucken, noch einen Löffel nach dem anderen und. Ja, passt doch aber. Aber ich habe das so vermisst, unfassbar. Ich freue mich total, wenn das morgen online geht. Ja. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Nee. Boah, bis zum nächsten Video. Bye, bye. Was? Warum machst du das nicht mal so einfach? Einfach ciao oder so. Ihr macht immer so. Weil ich bye, bye mache. Lass mich das doch machen, wie ich das will. Du sagst ja noch nicht mal Tschüss in deinem Video. Nee, das ist ja eine fortlaufende Serie. Bye, bye. Wenn du GZSZ guckst, ne?